Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti im nächtlichen McFit zusammen mit dem Mayo. Heute stellen wir mal eine ganz gute Maschine für die Schultern vor. Die Seithebemaschine. Dazu gibt es schon ein ausführliches Video und vor allem zu der Übung Seitheben, normalerweise mit Kurzhanteln, gibt es schon eine ganze Menge Videos auf dem Kanal. Schaut einfach mal nach. Jetzt stelle ich euch nochmal in dieser McFit-Serie hier diese Maschine vor, die ich nur jedem empfehlen kann. Vor allem für den ganzen Kopf des Schulters und für den mittleren Teil ist die der absolute Knaller und hat nicht so eine einseitige Last wie die Kurzhanteln, denn wir haben hier oben eine sehr starke Last und hier unten so gut wie gar keine. Die ist kontinuierlich wie bei vielen Maschinen. Das ist der große Vorteil hier. Wie immer, zuerst macht der Mike mal vor. Ich schau mal, wie er das so macht und danach bin ich dran. So, hier gibt es bei der Maschine zwei Einstellungsmöglichkeiten. Das ist einmal die Sitzhöhe und das ist einmal, wie nah ihr dran sitzt. Das heißt, ihr könnt das Brustpolster ein bisschen verschieben. Der Mike hat schon die richtige Höhe gewählt und das ist die auf Schulterhöhe sollte dieses Gelenk hier sein. Dann macht ihr alles richtig, nicht da drüber sitzen. Könnt ihr eigentlich nur kleiner gerade legen und auch nicht zu weit da drunter, dann kommt ihr gar nicht hoch genug. So, was wir uns als allererstes bei der Maschine abgewöhnen, auch wenn es komisch klingt, die Hände hier, die gehören da gar nicht hin. Die Griffe gehören da nicht hin. Wenn ich der Studiobesitzer wäre, ich würde diese Griffe absägen, denn wir wollen nicht hier vorne hin. Das nennen wir auch als erstes beim Kurzhantelseitheben und genau das wollen wir hier simulieren. Wir bleiben seitlich, wir gehen gar nicht nach vorne, sondern wir gehen nur hier hoch und dann geht es auch besser auf den mittleren Delta. Das heißt, die Arme möglichst ausstrecken, ganz weit nach hinten, an den hinteren Teil der Rolle und jetzt hoch. Ja, großes Gewicht gewählt, er kommt kaum richtig hoch. Hintern raus, sodass ihr euch nach vorne in die Maschine lehnen könnt. Und sobald ihr euch nach hinten lehnt, desto eher geht es wieder auf den vorderen Delta. Das wollen wir nicht, also sind wir leicht schräg nach vorne und lehnen uns in die Maschine rein. Ja, und dann schnell hoch, so hoch es geht. Kurz halten, langsam runter. Das langsam runter ist hier so elementar wichtig, weil das bringt die Gains am Ende. Und das ist auch die wahre Kontrolle. Hochwippen kann man zum Schluss als Intensivwiederholung immer machen. Aber wir wollen alles rausholen und am Anfang machen wir das noch kontrolliert. Wenn ihr zum Schluss nicht mehr könnt, Mike kommt jetzt gar nicht mehr hoch. Trotzdem immer weitermachen, soweit es geht. Denn auch hier ist noch ein Tonus auf dem Muskel hier unten. Im Gegensatz zu den gleichen Übungen mit Kurzhanteln. Okay, danke. Eine Einstellungsmöglichkeit habe ich vergessen, die gibt es natürlich auch noch. Ihr könnt diese Polster natürlich auch noch einstellen und etwas vergrößern, damit ihr da besser reinkommt. Brauchen wir nicht. Ihr solltet das so machen, dass sobald ihr reinrutscht, eigentlich schon eine Belastung auf den Schultern ist. Eine minimale. Sobald ich also die Schultern ein bisschen vom Körper wegbewege, habe ich schon eine Last dabei. Hintern nach hinten, rein, Ellbogen ganz weit nach hinten an die Rolle, Arme an die Seite und ihr müsst vor allem ein Gefühl dafür entwickeln, wo ihr genau in den mittleren Delta kommt. Und was ihr bei so einer Maschine dann besonders gut machen könnt, ist ein Dropsatz. Ihr macht die letzte Wiederholung. So viel es geht, Teilwiederholung. Kontrolliert nach unten bewegen, nicht einfach schnappen lassen. Und dann könnt ihr das Gewicht reduzieren und nochmal hinterherjagen. Die Maschine kann ich nur jedem empfehlen. Bringt richtig schöne, kugelrunde Schultern, wie es sein soll. Das war's von uns. Ich wünsche noch eine gute Nacht. Wenn euch das gefallen hat, den da. Macht's gut, bis bald.